Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode Final Fantasy 8 hier im wundervollen Galbadia Garden. Was geht ab, meine kleinen Süßen? Wir sind hier endlich eingedrungen in den Galbadia Garden nach dem ganzen großen Hin und Her von gestern. Also für euch gestern, für mich ist es immer noch gestern, weil ich bin ja eigentlich, wenn ihr das schaut, wahrscheinlich gerade irgendwo in einem Treppenhaus und sterbe gerade, weil ich irgendwelche Möbel rumschleppe. Denn ich bin gerade beim Umzug helfen. Ich wünschte, ich wäre ihr und würde jetzt zu Hause vom PC sitzen und mir dieses Let's Play angucken. Ja, so, ja, wir sind im Galbadia Garden, vermutlich sogar im großen Finale der zweiten CD. Also ich hoffe, dass wir jetzt Finale sind. Ich habe, glaube ich, alle Gegner ausgeschaltet, oder habe ich? Ich hoffe, weil ich möchte hier nicht großartig umsonst kämpfen, brauchen wir nämlich nicht. Wir wollen, nein, Alter, ich bin einfach zu dumm für dieses dumme Spiel. So, Ability, genau, Gegner 0, perfekt. Gut, haben wir alles ausgestellt, jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich genau hin muss, ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich weiß, wo der Endgegner ist, aber wir müssen noch ein paar andere Sachen erledigen. Fuji und Raijin sind hier, was geht ab? Ermüdung. Geht mal weiter, ihr müsst dem ein Ende setzen. Auftrag. Bitte kümmere dich mal um Cypher. Ich komme da mal überhaupt nicht mehr klar. Ich will, dass Cypher so wird wie früher. Cypher, für dich gibt's wohl kein Zurück mehr. Er ist sowas von auf seinem Hexentrip als Hexenritter. Okay, verstanden. Für den gibt's wirklich kein Zurück mehr. So. Ich muss einmal in die Mitte der Halle. Schloss Nummer 2. Achso, ich brauchte erstmal die... Ah, genau. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Die waren überall Schüler verteilt. In einem Gebäude, die Schlüsselkarten haben. Und diese Schlüsselkarten soll ich von denen mir schnappen. Hier hat niemand eine Schlüsselkarte. Sollte ich mir vielleicht ein bisschen mehr hier umgucken. Vielleicht finde ich hier noch ein paar Zeitschriften oder sowas. Bin mir nicht mehr sicher, ob hier irgendwelche Zeitschriften rumliegen könnten, aber gut möglich sein. Auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall die Schlüsselkarten, um hier durchgehen zu können. Wo genau sie sind, weiß ich nicht mehr. Werden wir wahrscheinlich gleich noch herausfinden, mehr oder weniger. Ja. Mich würde mal interessieren, hatte ich letztens auch in den Kommentaren gelesen, hat mich wieder daran erinnert, dass ich so einen Gedanken früher auch immer hatte, wenn ich das immer früher gespielt habe, und zwar, wie eigentlich der Trabia-Garden früher aussah, bevor er bombardiert wurde. Es gibt ja drei Gardens, die wir kennen hier. Oder nennt man, was ist denn die Mehrzahl von Garden? Gardenen? Gardenen, genau. Halt, 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 ich bin kein Feind. Sie haben uns während des Unterrichts überfallen und den Garden besetzt. Wir vom Garden wurden alle weggetrieben. Ihr seid doch die Seeds, die gegen die Hexe kämpfen. Hier, nehmt das. Schlüsselkarte Nummer 1. Zwei meiner Freunde sind irgendwo untergetaucht. Verschlossene Türen können mit Schlüsselkarten geöffnet werden, die meine Freunde bei sich tragen. Perfekt. Ja. Wie es aussieht, wollen die ganzen Gardenleute dieses Gardens gar nicht selbst kämpfen. Das sind nur die ausgebildeten Soldaten und so weiter, die, ja, das ist halt deren Job. Die müssen das tun, was deren Chef ihnen sagt. Und die Schüler, die haben alle wahrscheinlich keinen Bock drauf. Und ja, deshalb helfen sie uns hier, weil sie wollen das auch nicht und wollen, dass wir das jetzt beenden, mehr oder weniger. Ja, Schlüssel Nummer 3, Schloss Nummer 3. Ja, was ich aber sagen wollte ist, wäre interessant wieder zu sehen, wie der Trabia-Garden so aussieht, oder? Also der Galbadia und der Balam-Garden sehen ja zum Beispiel im Vergleich verdammt anders aus. Die sehen ja komplett anders aus und sind auch komplett anders aufgebaut und so weiter. Deshalb wäre es eigentlich ziemlich interessant mal zu sehen, wie wohl früher der Trabia-Garden ausgesehen hatte, oder? Wie er im Ganzen, also zu seinen Blütezeiten aussah. Das wäre ja ziemlich interessant, oder? Wie dort das alles aufgebaut ist und so weiter. Wäre bestimmt ganz cool gewesen, aber das Spiel will von uns natürlich nicht, dass wir das sehen. Schloss Intrigel, perfekt. Hier war wahrscheinlich Schloss Nummer 1. Warte, bevor ich da hingehe, gehe ich auch nochmal kurz noch da komplett durch, um zu gucken, ob da noch was ist. Oder kam ich da gerade her? Nee, ne, ich kam da nicht her. Schloss Nummer 2, okay. Gut, da ist Schloss Nummer 2. Schloss Nummer 2 ist aber auch ganz oben. Da, wo wir eigentlich hin müssen. Es gibt also zwei Türen mit Schloss Nummer 2, perfekt. Gut, dann sollten wir auf jeden Fall Schloss Nummer 2 finden. Und Schloss Nummer 3 ist vermutlich irgendwie Bonus oder sowas. Vielleicht ist da irgendwie ein toller Drawpunkt oder sowas, keine Ahnung. Wieso haben die Protes nicht voll? Hä? Wieso haben die Protes nicht voll? 100? Hat er jetzt. Wieso hast du nicht Protes voll?
Habe ich das irgendwann mal benutzt? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich bei den Brothers damals, oder? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die keine 100 mehr. So, hier, bitte geben Sie mir Schlüssel Nummer 2. Was geht ab? Wir kommen gegen Sie nicht an. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Nummer 2, yay, perfekt. So, und ich glaube, wenn ich jetzt hier durchgehe, bin ich, glaube ich, wieder zurück. Oder? Hier ist, glaube ich, ein 2. Schloss Nummer 3. Ah, okay, doch nicht. Oder das Schloss, diese Dreiertür ist genau die andere Dreiertür, von der, wo wir schon mal waren. Und diese Zweiertür ist, glaube ich, auch, wo wir schon mal waren. Ich glaube schon, ja. Und zwar, sind wir jetzt hier wieder, glaube ich, beim, ja, genau. Wir sind jetzt einmal im Kreis rumgelaufen, sozusagen. Ja, genau. Und, nein, hier bin ich falsch. Und die Dreiertür müsste uns auch ja wieder eigentlich hier zurückführen, oder? Ich glaube schon. Also im Prinzip brauchen wir die Dreiertür jetzt auch nicht. Oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, die Dreiertür ist jetzt wirklich nur dafür da, dass wir komplett im Kreis laufen können. Obwohl, nee, ich glaube, die Dreiertür würde uns vielleicht sogar zum Dingens führen. Zum Sportplatz, glaube ich. Und auf dem Sportplatz könnte auch ein Drawpunkt sein, der vielleicht interessant ist, mehr oder weniger. Wahrscheinlich aber eher nicht. So. Jetzt sind wir sogar hier schon auf dem Dach. Ach, guck mal, hier sind wir auf dem Sportplatz. Ah, okay. Hier wollte ich hin. Wow, das war ein eleganter Sprung, meine Boys. Das war ein eleganter Sprung. Und da ist auch der Drawpunkt, den ich meinte. Shell gefunden. Haben alle voll, ne? Ja, haben alle voll. Perfekt. So, was war hier? Hier ist... Ja, genau. Jetzt komme ich hier wieder durch, wo ich schon mal war. Genau, da ist der Speicherpunkt. Perfekt. So, und ich glaube jetzt, wenn ich hier durchgehe, den Gang... Oh, lol, ist schon wieder auf... Nee, gar nicht, habe ich ja gar nicht gezogen. Ich wollte gerade sagen, oh, lol, schon wieder, kann ich schon wieder ziehen, aber ich habe es ja gar nicht gezogen. So, und wenn wir jetzt hier den Gang durchrennen, dann kommt, glaube ich, der erste Zwischenboss vor dem Endboss. Und zwar eine GF. Ja, eine GF, die wir haben dürfen. Genau, hier ist es. Und zwar, wo ist er? Hier durch und dann sehen wir ihn schon. Und... Da ist er. Der gute Cerberus. Was geht ab, Cerberus? Ich hoffe, du tötest mich nicht, weil ich habe nicht gespeichert. Ich hoffe, du bist nicht allzu stark. Ja, ich hoffe, du bist nicht allzu stark. Ist eine sehr nette GF. Die benutzen GF? Den holen wir uns. Wie selbstsicher. Wir werden ja sehen. Die GF ist ganz besonders. Und zwar, wenn man sie beschwört, greift sie nicht an. Sondern... Oh lol, er ist ein Blitzelementar. Oh, ist das euer Scheißernst? Ist euer Scheißernst? Ich hasse Elemente. Wieso habe ich auf meine Waffen Elemente draufgepackt? Oh, jetzt kann er gar nicht mal richtig angreifen. Oh, ist das ekelhaft. Ja, Triple. Und zwar, wenn man ihn beschwört, dann zaubert der Triple auf die Truppe. Und Triple bedeutet, dass wir... Zauber dreimal einsetzen dürfen. Ja. Da muss Squall jetzt hier einfach rumstehen und zugucken. Vielleicht ab und zu mal heilen oder sowas. Ah, fühlt sich das ekelhaft an, wenn Squall der Heiler ist. Squall soll eigentlich nicht der Heiler sein. Squall soll Damage machen. Ich hätte mich vorher informieren sollen. Mein Gott. Ja, jetzt war es doch zu spät. Blende. Ist das dein Scheiß Ernst? Ah, und der hat auch nicht mal einen Zauberslot. Ein Itemslot. Ah, perfekt. Ich kann auch bei ihm Triple holen. Perfekt. Oder ich zaubere auf ihn einfach Beben. Ich drawe und zaubere zurück auf ihn. Macht das Schaden? Ich hoffe. Weil ich glaube, unser Squall hat den Blitzelementar auf seiner Waffe. Also das Element Blitz auf seiner Waffe. Aber natürlich treffen wir jetzt nicht. Hat der Medica oder so vielleicht... Er hat Medica. Anti-Z? Was will er mit Anti-Z? Was will er mit Anti-Z? Ist er dumm? Ist er... Alter, auf damit! Er denkt, die KI denkt wohl, dass ich irgendwie in dem Kampf vorhatte, mir irgendwelche Schutzzauber zu packen. Deshalb haut der Anti-Z auf mich raus. Aber das gönne ich mir gar nicht. Ich besiege den auch einfach so. Ohne irgendwelche Schutzzauber oder sowas. So, du kannst wieder angreifen. Ich sollte, glaube ich, einfach mit Squall einen der zwei Boys töten. Komm, das machen wir jetzt auch. Das machen wir jetzt auch. Oh nein. Oh nein. Die sind ja beide jetzt low life.
Aber das ist okay, glaube ich. So, er macht Blitz. Kein Problem. Xel kann jetzt seine Ulti einsetzen. Squall wird gleich... Oh nein, er setzt jetzt natürlich dreimal jetzt ein, ne? Wegen Triple. Ich hätte vielleicht den Zauber erst abwarten sollen, bevor ich Irvine töte, weil jetzt tötet er natürlich. Ist das nervig, Alter! Hoffentlich tötet er mich. Töte mich bitte. Dann kann ich den Kampf nochmal neu starten mit einer vernünftigen Kopplung. Mein Gott, ich hasse Element-Scheiße. So. Zauber. Er kann natürlich jetzt... Er hat natürlich auch kein... Och, bitte! Er hat natürlich keine Items. Er hat natürlich kein Item-Dingens und kann jetzt natürlich die anderen nicht wiederbeleben. Wow, das war ja super! Wundervoll! Die Spezialfähigkeit von Squall macht doch kein... Macht doch Schaden. Okay. Ich dachte, das würde auch absorbieren, aber das macht Schaden. Wäre jetzt Herzensbrecher gekommen, hätte ich ihn vielleicht besiegt. Aber es kommt kein Herzensbrecher. Es kommt die wundervolle Blast Zone. Die langweiligste und die längste Scheißattacke. Vielleicht ist er jetzt sogar tot. Nein. Ich habe... Was? Oh. Ah. Was für ein wundervoller Kampf. Squall war einfach komplett machtlos, weil er nichts machen konnte. Er konnte das Team nicht unterstützen, weil er keinen Itembefehl hatte. Die anderen, Irvine habe ich selbst getötet. Und Xel wurde dann am Ende von Cerberus getötet. Und dann konnte Squall noch seine ultimative Fähigkeit einsetzen. Und das hat den Gegner getötet. Wow. Das war ja wunderschön. Yay, was für ein toller Kampf. Oh, Junge. Ja. Das passiert, wenn man nicht vernünftig koppelt. Was heißt nicht vernünftig? Wenn man keinen Plan hat, gegen was man da kämpft. Ich konnte mich gerade echt nicht erinnern, dass der fucking Cerberus ein scheiß Element hat. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Gut, dann heilen wir mal die anderen Jungs. Das ist gut, weil... das ist gut, dass wir das noch hingekriegt haben, weil... So muss ich jetzt nicht, Moment, wo ist denn hier Augentropfen? So muss ich jetzt nicht nochmal zurück und, nochmal alles neu machen. Ja, denn das wäre jetzt ziemlich nervig gewesen. So, Squall. So, perfekt. Ich glaube, der Endboss hat keine Elementverteidigung. Sollte er nicht haben. Wäre nämlich ziemlich dumm, wenn er das hätte. So, hier müsste ein Speicherpunkt gewesen sein. Genau, perfekt. Yay, wundervoll. Oh Junge, ich hätte von Anfang an Squall runterhauen sollen auf einen niedrigen HP-Wert, damit ich den Boss töten konnte. Aber ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert wegen den Elementangriffen. Ich wusste mir nicht sicher. Ich war mir nicht sicher, weil ich dachte, hey, vielleicht wird der Limitangriff auch ihn heilen. Weil im Prinzip sind das ja auch physische Angriffe, aber das zählt wohl als eine besondere eigene Attacke. Ja. Danke, Schlüsselkarte Nummer 3. Soll ich zurückgehen nochmal wegen Tür Nummer 3? Ich glaube nicht. Lohnt sich, wird es sich das lohnen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist er ein Magazin. Ich gehe mal zurück, vielleicht ist er ein Magazin oder sowas. Ich gucke nochmal kurz auf der anderen Seite, ob da was los ist. Weil jetzt mit der Schlüsselkarte 3 kann ich eigentlich schon jetzt zum Endboss gehen. Okay, hier habe ich noch irgendeine Tür entriegelt. Mal gucken, ob hier was... Ah, ich glaube, jetzt bin ich wieder da, ganz am Anfang. Ich glaube, hier bin ich wieder jetzt ganz am Anfang. Wenn ich jetzt hier hingehe... Genau, jetzt bin ich wieder hier. Ah, ist das verwirrend. Was eine verwirrende Schule, oder? Oh, Junge, ey. Oh, Junge, Junge, Junge. Was für eine verwirrende Schule. So, wieder hier hin. Ja gut, dann brauche ich eigentlich hier gar nichts. Das war die Tür, die ich eigentlich nochmal testen wollte. Was da wohl dahinter ist. Aber hier ist einfach nur die große Halle dahinter. Wundervoll. Perfekt, gut. Dann auf geht's zum Endboss. Auf. Bei dem sollten wir jetzt nicht so viele Probleme haben, weil Squall kann angreifen. Und ich sollte vielleicht an dieser Stelle etwas ändern. Und zwar Squall Ability GF weg und der Item hinpacken. Perfekt. So, hier kannst du eigentlich auch was wegmachen. Und zwar kannst du dir nochmal Stärke draufballern. So. Baller dir nochmal Stärke drauf. Nein. Bei Xel muss ich gleich noch was machen. Bevor wir gegen den Boss kämpfen. Aber dahin laufe ich erstmal noch und dann ändere ich das kurz vorm Boss. So, hier hoch. Ich muss jetzt ganz hoch zum Fahrstuhl.
Oder muss zum Fahrtstuhl? Ich glaube, ich muss zum Fahrtstuhl. Schloss entriegelt. Perfekt. Da müssen wir rein. Ich habe ein leckeres Wässerchen dabei. Ah. So. Dann einmal kurz Xell koppeln, Ability und einmal kurz Gegner 0 weg und gib ihm Körper 60, weil wir kämpfen jetzt erstmal gegen Cypher. So, Cypher, was geht ab? Und Idee ist auch am Start. Was soll das? Ich wollte doch nur meine alte Schule besuchen. Schnauze! Du bist hier, um unsere Mama zu töten. Dankt man so seiner Mutter? Okay, Cypher erinnert sich also auch mittlerweile. Hey, Hasenfuß, wir hatten viel Spaß, was? Jetzt schauen wir doch mal, wer hier der Hasenfuß ist. Hey, du bist doch aus diesem Garten. Denkst du nicht, dass du auf der falschen Seite stehst? Mir gefällt das hier besser. Es wird dir nicht gelingen, unsere Gefühle umzuwühlen. Für uns bist du ein Nichts. Du bist nur der Feind. Wir hören dein Gelaber nicht. So sieht's aus. Für uns bist du nur ein gewöhnliches Monster. Ein Monster? Ha! Dass ich nicht lache. Ich bin der Ritter der Hexe Idea. Also ein Monster. Eine Horde von Monstern. Okay, das drückt natürlich auch das ein bisschen besser aus. Das seid ihr. Oh, lol. Nee. Ist auch nicht wirklich. Ist deswegen auch ein bisschen seltsam, weil. Was heißt seltsam? Cypher sieht auch nicht wirklich. Die Monsterjagd beginnt. Cypher sieht auch nicht unbedingt wirklich, dass er irgendwas Böses tut, sondern er verfolgt einfach seine Ideologie. Mehr oder weniger, oder? Scheiße! Ich bin noch nicht fertig. Er verfolgt ja einfach nur mehr oder weniger seine Ideologie und sieht einfach nicht, dass er gerade Bullshit macht, oder? Oh, er macht einen Special-Angriff. Auf Irvine. Alter, was macht er da? Wieder übertreibt. Wie viel Schaden hat es gemacht? 700. Ah, geht ja noch. Gut. So. Der nächste Angriff von Squall wird sitzen, glaube ich. Zack. Und. Boom. 3600 erst down. Warum verliere ich gegen dich? Weil du nur ein Lappen bist, Mann. Seit du ein Hexenritter geworden bist, bist du einfach nur ein Lappen. Mega Potion. 20 AP. Perfekt. Versager. Und weg ist er. Geht es hier runter zum Hörsaal? Ihr habt gegen unsere Mama keine Chance. Das werden wir sehen, mein Freundchen. Das werden wir sehen. Ja, du solltest lieber ein Squall-Ritter werden und nicht ein Hexenritter. Weil ich hab's einfach mehr drauf als deine Mutter. So, wollen wir noch kurz heilen? So, aktivieren wir dann nochmal kurz Gegner 0. Ja, Gegner 0, damit wir nicht jetzt hier noch die paar Schritte kämpfen müssen. Das wäre jetzt ziemlich unnötig. Ja, gehen wir vor die Tür, wo der Hörsaal ist, und dort werde ich dann wieder meine Ability Gegner 0 rauspacken. Passend für den Kampf werde ich dann Geist irgendwie sowas ausrüsten, weil Idea ist eine Hexe und zaubert. Und deshalb brauchen wir einen etwas höheren Geistwert, damit wir da besser klarkommen. So, ich bin da. Ne, Moment, ich kann noch ein paar Schritte gehen. So, hier bin ich dann da. Koppeln, Xell, Ability. Gegner 0 weg und gib ihm, habe ich Geist 60? Ne, ich habe nur Geist 40, ne, gut. Haben die anderen noch sowas ähnliches? Nee, der hat nur mal einen Körper. Körper brauchen wir nicht. Hast du noch Geist? Er hat auch keinen Geist. Ja gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Sollte, denke ich mal, auch so reichen. Hoffe ich einfach mal. Sie sollte jetzt, glaube ich, schon Stufe 3 Zauber raushauen, oder? Ich glaube schon. Also vielleicht sogar schon nicht elementare Angriffe, sondern auch was Krasseres, wie zum Beispiel vielleicht Holy oder Ulti. Ne, obwohl, das ist, glaube ich, zu früh. Das ist, glaube ich, zu früh, dass die Gegner schon solche krassen Zauber einsetzen. Ich denke mal, sie wird Stufe 3 Zauber auf uns casten. Ich denke schon. Squall! Sie ist hier. Es ist gefährlich. Vitos. Was zum...
Binosek. Was ein Auftritt. Du bist also der legendäre Seed. Legendär? Hör auf, sinnlos zu quasseln. Ah, alle Achtung, du bist wirklich bemerkenswert. Du bist mir zu bemerkenswert. Ich werde dich hier vernichten. Cypher ist schon wieder da. Du Versager. Das ist nicht unsere Mama. Weg mit euch, Seeds. Ich bezweifle auch, dass das unsere Mama ist. Weil wenn es meine Mama wäre, meine Mama würde nicht so mit mir reden. Jedenfalls wünsche ich das keinem, dass die Mama so mit dir redet. Ja, ich wünsche das niemandem. Ich bin Edeas Hexenritter. Niemand rührt Edea an. Alter, sie beleidigt dich sogar als Versager und du machst trotzdem weiter. Junge, was ist los mit dir? Hä? Hier, fall zum Boden. Fall einfach. Geh weg. Geh mir aus den Augen. Ich darf nicht mehr verlieren. Doch, hier. Gnadenstoß. Ich bin ein Hexenritter. Nein, du bist ein Versager. Du Versager. Sag ich doch, das Spiel ist aus. Oh, okay. Sie macht doch schon ein bisschen stärkere Zauber. Als dritte Stufe Zauber. Oder zweite Stufe Zauber, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Zweite oder dritte Stufe Zauber? Oh, lol. Zauber. Ich weiß nicht, ob das hier unbedingt notwendig ist, aber machen wir trotzdem mal. Sie macht nur Feuer, okay. Sie macht noch keine Guard-Zauber. Interessant. So. Take this. Kriegst Melten von mir. Damit es schön schmilzt. Ha, was ein Wortspiel. Ich bin ja richtig lustig drauf. Fup. 4000. Geiler Schaden. Blitzra. Du kannst gerne irgendjemanden in den gelben Bereich hauen. Kannst du gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Dann kriegst du gleich schön einen ultimativen Angriff in die Fresse und dann bist du down. Das war's. Das, meine Freunde, war Hexe der Nummer 2. Heldentrank. Nein! Ich bin so dumm! Oh Lord, ich bin dumm! Wir müssen den Kampf abbrechen. Ich muss das Spiel ausmachen. Ich habe die GF vergessen. Ich konnte bei ihr eine GF ziehen. Ich bin so dumm. So, da ist sie nochmal down und ich habe diesmal die GF gezogen. Die GF namens Alexander. Ja, habe ich jetzt. Perfekt. Oh, Junge. Ja, perfekt. Ganze 50 AP, das ist nice. Ich hätte Pandemon noch was anderes einstellen sollen. Ja, egal. Da ist unsere GF, Alexander. Perfekt. Oh, Junge. Wie konnte ich das nur vergessen? Mein Gott, ey. Ich habe schon Angst gehabt, schon die ganze Zeit im Let's Play Angst gehabt, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich eine GF vergessen werde. Ja, aber gut, dass ich genau noch im letzten Moment mich dran erinnert habe. Perfekt. Was ist passiert? Mein Körper. Renoir. Sie küsst ihn. Renoir, Cypher. Sie hat ihn geküsst und er ist wieder aufgestanden. Bist du okay, Renoir? Squall, Quisties, Selfie. Irvine, Xell. Ihr seid groß geworden. Ihr seid stark geworden. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Ich habe diesen Tag gefürchtet. Ist heute ein guter Tag? Ist heute ein schlechter Tag? Was ist mit Ilione? War ich in der Lage, sie zu beschützen?
Ich weiß es nicht. Squall! Renoir ist... Renoir, was ist mit Renoir? Das war CD 2. Und was genau mit Renoir passiert ist und wieso plötzlich der sich an uns alle erinnert, das werden wir morgen herausfinden, denke ich mal. Ja, bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und schaltet morgen wieder ein. 17 Uhr pünktlich zur Final Fantasy Zeit, wenn es losgeht mit CD 3. Wir rasen ziemlich rasant auf das Finale des Spiels zu, meine Freunde. Ja, schon CD 3. CD 3 ist gar nicht mehr so lang, glaube ich. Obwohl, doch, da kommen ein paar lange Zeile. Ja, wir sind gar nicht mehr so weit. Das ist nur das CD 3 und CD 4 ist schon einfach nur der Endboss. Deshalb, wir sind sogar gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, vom Finale. Deshalb, schaltet ein! Nächstes Mal, wenn wir starten mit CD 3 und hoffentlich werden uns ein paar Fragen bezüglich Renoir und Idea beantwortet. Und was läuft da eigentlich zwischen Renoir und Cypher? Sie hat ihn geküsst. Oh, Junge! Ich glaube, Squall ist ziemlich eifersüchtig. Ja. Wir sehen uns morgen. Tschüss.